Hallo und herzlich willkommen zurück zum ersten Szenario hier auf der neuen Strecke in Trains in World 2 auf dem Southeastern High Speed St. Pancras International? Nein, das war London St. Pancras International nach Faversham. Wir starten mit dem ersten Szenario, mit dem Sprinter-Szenario. Das Ganze soll 35 Minuten dauern, 6000 Punkte für die Goldmedaille. Übernehmen Sie die Steuerung eines verspäteten Class 395 Schnellzuges. Ich nehme das Ganze tatsächlich noch nach dem letzten Video auf und wir haben es schon relativ spät. Wir haben es Viertel vor eins. Ich denke mal, das wird das letzte Video sein für heute. Und dann gucke ich mal, was ich gleich noch mache. Ich starte mal rein. Und wir legen los mit dem allerersten Szenario. Ich bin hyped. Ich freue mich schon sehr drauf. Denn ich fahre jetzt auch wieder mit Zugsicherheitssystem, wie immer. Willkommen in St. Pancras International. Aufgrund von Verspätung hält dieser Zug nicht in Stratford International. Begeben Sie sich zum Führerschein, um loszulegen. Reingehen und hinsetzen. Ich habe die Tür vergessen. So, Generalschlüssel auf ein. Erstmal das Ganze auf neutral. Genau, wir sind jetzt noch im Schleife runter, dann um den Hauptschatz zu schließen nochmal. Dann das Ganze auf vorwärts. Dann kann ich jetzt die Türen entriegeln auf der rechten Seite. Hier haben wir's. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, fällt mir gerade auf, wo ich hier die wo ich hier die Sicherheitssysteme aktiviere, fällt mir mal gerade auf. Aber was mache ich hier hinten? Dann verriegel ich mal wieder die Türen, damit wir losfahren können. Aktiviert, dann kann ich jetzt die DRA deaktivieren und es kann losgehen. Ah, ich glaube, ich hätte Tutorial noch. Was ist das für ein Mist hier? Hätte ich noch das der TVM entschärfen müssen oder so. Ich wusste, ich habe was vergessen, nämlich im Hauptmenü den. Oh, es ist aus. Es ist halt nur für die Tutorials an. Hä? Ist auch wieder merkwürdig, verwirrend. Ich muss die Leistung nicht mehr erhöhen. Wir sind schon in Bewegung. Alles gut. Und ich denke mal, die TVM ist noch nicht TVM. War das TVM? Ja, die TVM ist noch nicht aktiviert, weil wir noch nicht im TVM-Bereich sind. Aber bei einigen müssen wir auch schon dort sein. Naja, who knows. Auf jeden Fall geht es jetzt in die umgekehrte Richtung. Das heißt, ich muss dann von... Oh, jetzt muss ich lügen. Ich muss dann von Wechselstrom auf Gleichstrom ändern. War das so? Ich weiß, to be honest, gerade echt nicht, was jetzt in welche Richtung war. So, Signallichter auf Tagfahrt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ab welcher Uhrzeit man das umändern musste auf Nachtfahrt. Ich
Ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen gehabt, habe es aber auch mittlerweile leider wieder vergessen. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, sofern ich das jetzt nicht vergesse, nochmal nachzuschauen. Mann, ich sehe jetzt gerade sehr viel. Ah, okay, jetzt sind wir im Bereich der TVM. Alles klar. Hoppala. Jetzt geht's auch wieder ein bisschen schneller. Ich habe leider noch nicht herausgefunden. Eine Gefahrenbremsung will ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Warum auch? Dankeschön. So, jetzt weiß ich jetzt auch zumindest, wann ich halten soll. Ich frage mich, falls ihr das wisst, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man quasi was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, das also ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt. Ne, wie gesagt, falls es die Möglichkeit gibt, wäre es nett, wenn ihr jetzt mir sagt, ob es überhaupt möglich ist, wäre auch wirklich gut zu wissen, dass man ähnlich wie auf der LGV Mediterranee, dass man dort quasi die TVM aktiviert und dann selber auch runtergebremst wird. Aber ich habe das Gefühl, es ist einfach in der Class 395 nicht möglich. Aber das ist nur mein Guess. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Nächster Halt ist im Übrigen Ebbsfleet International um 17:29 Uhr. Das heißt, im Anschluss daran, und ich denke mal, es wird auch ähnlich wie auf der LGV Mediterranee auch gesagt, dass man das machen muss. Aber gibt es, ups, ich war ja schon hier in dem Modus. Ich kann nicht scrollen, aber nach Ebbsfleet International. War das Ebbsfleet? Das war Ebbsfleet. Nach Ebbsfleet International geht es dann ja wieder runter auf die Strom. Ich habe Stromleiste. War das Stromleiste? War das der Begriff? Stromleiste, Stromschiene? Ich glaube, Stromleiste war das, glaube ich. Aber dann geht es auf alle Fälle aufs britische System. Schwenken wir dann um. Gehen wir auch raus aus der TVM. Aber wir haben noch 17 Meilen. Ich soll in 10 Minuten da sein. Also wir haben noch ordentlich Weg vor uns. Ich habe auch gesehen, es gibt auch ältere nennen wir es mal. Ich habe wieder vergessen, wie es genannt war. Naja. Alte, okay, Stratford. Wir halten ja nicht in Stratford. Wir fahren durch Stratford durch, weil wir verspätet sind. Genau, wir sind verspätet. Wir fahren durch Stratford durch. Dass es so historische Fahrten gibt, wo man halt mit historischen Zügen fahren kann, mit Dieselzügen, freue ich mich auch schon drauf. Schließlich ist die Strecke ja hauptsächlich eigentlich, ich weiß jetzt, ausgelegt. Ja, wohl doch ausgelegt schon, oder umgebaut mittlerweile auf Strom. Auf Strom, oh, es geht bergab. Halt auf Elektrozüge, wie jetzt beispielsweise den Highspeed Train. Oder also wie beispielsweise die Class 395 und die Class 375. Die Class 375 ist ja auch ein Elektrozug. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es irgendwann mal gesagt wurde, dass es ein Elektrodieselzug ist, aber Elektrodieseltriebwagen, irgendwie sowas in der Richtung, meine ich, glaube ich, dass es so. Sofern es auch die Class 375 war bei ich komme gleich drauf, auf dem East Coast Way, aber ich kann mir nicht, ich kann da jetzt auch komplett falsch liegen, aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass es zumindest dort gesagt wurde, dass die British Rail Class, mit der man dort fuhr, im Personennahverkehr, dass die, irgendwie ist bei mir halt gerade so der,
Aber was heißt gerade? Irgendwie ist bei mir seitdem so ein Elektrodiesel-Triebwagen oder Elektrodieselzug hängen geblieben. Dieseltriebwagen, die Class 101 ist ein Dieseltriebwagen bei der TCI-Line. Das auf jeden Fall, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, schon, es ist schon echt interessant, so dass man in Großbritannien fährt, allerdings nicht mit imperialen System, sondern mit metrischen. Ja, imperial war jetzt gerade wahrscheinlich komplett falsch. Ich bin jetzt gerade im Englischen bei Imperial. Es geht gleich bergauf. Ich kann noch ein bisschen mehr beschleunigen. 11 Meilen habe ich noch. Bis Ebbsfleet International. Ich kann es gerade. Also ist natürlich klar, jetzt mit der neuen Strecke muss man auch erstmal wieder einschätzen können, so ob man jetzt wirklich die Zeit im Nacken gerade hat oder nicht. Ich würde jetzt spontan sagen, Zeit ist definitiv im Nacken. Einfach aus dem Grund, weil es halt szenariomäßig quasi so gesehen vorgegeben ist. Und nach dem Motto: hier, dein Highspeed-Train hat Verspätung, hier, fahr mal. Viel Spaß, die Zeit wieder einzuholen. Ich kann jetzt, glaube ich, hier das Licht wieder ausmachen. Falls es überhaupt noch an ist. Es war aus, never mind. Ist halt wieder verdrängt, dass ich sie wieder deaktiviert habe. Auch wieder nur ein Gespann. Ich bin mal gespannt, ob es auch ein Doppelgespann, ein Szenario gibt oder Fahrplanmodus. Ach ja, was ich beim Fahrplanmodus vergessen habe, im Einführungsvideo zu erzählen, dass ich per Zufallsgenerator quasi gucke, was für Wetterverhältnisse quasi rauskommen für die aktuelle Jahreszeit, und wie das, was für einen Zug wir nehmen und halt welches Fahrplanszenario ich dann fahre. Das Ganze mache ich halt komplett mit Zufallsgenerator, weil, ne, wir sind ja dabei, um Spaß zu haben und wir haben doch Spaß mit jedem. Wir haben ja Spaß mit jedem. Oh, das war auch sehr nice. I like it. Wir haben ja Spaß mit jedem Szenario. Wir haben ja Spaß mit jedem Zug. Von daher. Kann ich dann auch komplett dem Zufallsgenerator das Ganze überlassen? Und wenn ihr auch mehr von allgemein von Trains in World 2 von mir sehen wollt, ich habe nicht nur Playlisten für die einzelnen Strecken, sondern auch eine komplette Playlist, wo ihr alles in Reihenfolge sehen könnt, was ich quasi alles in chronologischer Reihenfolge sehen könnt von Trains in World 2, was ich veröffentlicht habe. Auch komplett projektübergreifend, das kann halt hier die Szenarien sein oder halt Sonntagsfahrer, was ich dann mit Lavan mache, wo wir dann uns entgegenfahren. Das ist alles möglich. Und irgendwie bin ich gerade verwundert, dass ich immer noch nicht hier gesagt bekomme, hier, ich soll mal ein bisschen langsamer fahren. Deswegen kann man sich mal ein bisschen runter. Ich habe noch 4,2 Meilen. 3 Minuten. Das Ding ist mit den Signalbildern, ne? Da kann ich mich halt auch null aus, habe mich immer noch nicht beschäftigt, obwohl ich das eigentlich vor 2 Monaten machen wollte. Das wollte ich, glaube ich, über Weihnachten machen. So, runter auf 200. Die 200 habe ich ja schon. Aber es ist sehr gut, dass ich jetzt die Schritte weiß. 225 auf 200, 200 auf 160, 160 auf 100.
Jetzt muss ich noch mal mehr nachbremsen, dass es bergab geht. Interessant, wie zwischendurch so ein Feeling von Tageslicht durchkommt. Irgendwie ein bisschen weird. So, jetzt runter auf 100 Kilometer pro Stunde. Ich bremse schon mal komplett weiter runter. Das war vielleicht ein bisschen too heavy, da es wieder steil bergauf geht. Und ich jetzt eher nachbeschleunigen muss. Vielleicht nicht so sehr, wie ich jetzt dachte, aber schon ein bisschen. Oh, 130. Da war es von 100. Okay, da war es 160 auf 130 auf 100. War es beim letzten Mal 130 dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Dabei habe ich es gerade eben aufgenommen, aber wie bereits gesagt, es ist. Ich kann ja kurz mal hier zeigen. Wir haben es hier die. Nein, okay, wir haben hier keine Echtzeit. Ne, mein, wir haben nur das Datum. Es ist gerade 1 Uhr geworden. Es ist ein bisschen spät, aber ich dachte mir, okay, nachdem Lava den Stream beendet hat, hier kommen. Fang doch mal an, das Ganze aufzunehmen, dass du zumindest morgen ein Video hast und dass du das andere auch nochmal schon aufnimmst im Voraus. Ja, na, im Voraus war eigentlich eher nicht so ganz geplant, aber ich dachte mir, komm, wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich das doch eben jetzt mal fix noch machen. Lieber zu viel im Voraus aufnehmen als zu wenig, ne? So, da sind wir jetzt in Ebbsfleet International, auch nicht zu spät. Ich komme jetzt noch mal ein bisschen mehr runter. So, ich muss mir auch. Also, es ist halt wieder so ein Ding, ich muss mich halt wieder. Komplett auf das neue Bremsverhalten konzentrieren und voraussetzen muss das Stromsystem gewechselt werden. So, jetzt kann ich es erst machen. Schon, ich hätte eh vergessen, es auf neutral zu stellen. So, jetzt muss ich den Gleichstromknopf 2 Sekunden drücken. So, Schleifspur runter. Jetzt kann ich es ja weiter einsteigen lassen. Bremsen lösen. Und wir bekommen Leistung. Wunderbar. Dann kann ich hier wieder schön entspannt beschleunigen. Nächster Halt. Oh. Jetzt sind es kurze Wege. Nächster Halt ist dann Gravesend in 1,5 Minuten. 1,8 Meilen sind zurückzulegen. Ist auch wieder in Miles per Hour. Ich finde es sehr nice. Das Feature, das automatische Feature, das ist halt automatisch umändert. Das funktioniert auf dieser Strecke wunderbar. Auf den anderen Strecken, also auf den Übergreifen von den Szenarien, hat es nicht so wunderbar funktioniert. Also da war das dann nicht ganz so perfekt. Da war es teilweise dann so, dass es auf einer englischen Strecke, dass es dann 1 km/h war und dann musste ich das manuell wieder einstellen und so weiter. Deswegen war ich ein wenig skeptisch, was das Ganze jetzt hier betrifft. Aber das scheint ja zumindest dieses automatische Umändern von metrischen Imperial, das scheint ja zumindest für diese Strecke auf alle Fälle sehr gut zu funktionieren. So gut, in 1,1 Meile, lang ist lieber so, als in 1,1 Meilen, in einer Meile runter auf 30 Meilen. Aber ich muss ja sowieso abbremsen, von daher. Ah, ist schon schön. So.
So, ich könnte auch ganz gut mit der Minimalbremse gut runterbremsen. Oder zumindest reinbremsen und dann nochmal nachjustieren. Die ist ja auch schon relativ strong. Scheinbar nicht strong enough, aber sie geht auch leicht bergab. Bisschen nochmal reinjustieren, aber die Kurve da vorne ist ja auch. Die hat es ja auch ein bisschen in sich. Jetzt kann ich auch wieder runtergehen auf die minimale Bremse, denke ich mal. Und jetzt geht es eh wieder bergauf. Ja, leicht drüber. Wie viele Punkte brauche ich nochmal? Ich habe es wieder vergessen. 6000. Verdammt, wie viele Punkte brauche ich nochmal? Das ist wiederum der Nachteil an der Uhrzeit, dass ich das jetzt auf alle Fälle wieder vergessen habe. Aber ich glaube, was waren das? Waren das 6000 oder 7000? Naja. Werde ich dann ja gleich sehen. Das ist auch noch so ein Ding, was mir so persönlich ein bisschen fehlt, dass. Entschuldigung, dass man irgendwie. Weiß ich nicht. Von mir aus mit M gibt's nichts, dass man bei M die Medaillen oder so macht hier wie hier mit T, dass es einfach so ein Fenster aufkommt, wo man kurz dann ist, wo man dann die Medaillen einblenden kann. Das wäre noch so eine Sache. Aber es ist ja kein Must-Have, ist ja eigentlich hauptsächlich just for fun, das Game. Zwar auch mal competitive, aber nicht so competitive wie jetzt andere Games, ne? Also bei Train Simulator gab es ja doch schon halt die Rangliste, wodurch es halt dann noch mehr competitive war als jetzt hier mit dem Punkten-System. Wenn ich schon mal hier bin und das Ganze sowieso noch ein bisschen dauert, oh Gott, ich merke schon, das war wieder ein Fehler. Ich habe das Ganze mir noch nicht neu gestartet und so. Ich dachte, ich lasse es einfach. Ich nehme aber trotzdem einfach mal alles hier in. Alles, was ich jetzt hier so gerade finde. Von dem Bahnsteig mit. Aber ich glaube, das war's. Auch die anderen Sachen sind zu schwer zu finden. Gut. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hier die Sicherheitsdings da finden soll. Das ist schon interessant. Ich löse schon mal die Bremsung. Auf hier jetzt auf die minimale Bremse, geht ja leicht bergauf. Und dann kann ich jetzt die Türen wieder verriegeln. Und dann geht es weiter nach Strutt. In 10 Minuten soll ich da sein. Oder 9 Minuten besser gesagt in Strutt und in 6,5 Meilen habe ich noch vor mir. Geht aber auch gleich wieder weiter. Schneller. Weg von den 30 Miles Power hoch auf 50 Miles Power. Aber ich finde auch nice, wie smooth das hier sich ändert, ne? Aber vom metrischen ins imperiale System. Und ich könnte mir nebenbei, während der Zug langsam an Fahrt gewinnt, mir nochmal was zu trinken einschenken. Es ist schon schön. Es ist schon echt schön. Zumindest dieser Abschnitt. Ne? Also es gibt natürlich auch wieder diesen einen unsauberen Abschnitt, den ich ja schon gesagt habe, dass ich unsauber finde. Aber so wie hier ist es doch wieder sehr, sehr schön. Auch vom Terrain her. Ich denke mal auch, es wird sich noch ändern, dass die unsmoothen Stellen da auch justiert werden. Wie wir sehen, sind wir sogar hier auch
auf der Strecke, wo der Nahverkehrszug auffährt. So, jetzt beschleunigen wir mal auf 70 Meilen pro Stunde. Die Schnellfahrstrecke haben wir schon bereits verlassen. Fangen jetzt hier schön durch die Ortsstätte, durch die. Ich wollte gerade sagen Vorort, aber wir sind ja wahrscheinlich schon deutlich länger hier in London. Ich weiß es selber nicht. Aber prinzipiell könnte man das Ganze auch in einem rausgekommenen Game, was in der Beta ist, nachbauen. Wo ich, denke ich mal, jede Menge Material, wo jede Menge Strecken nachbauen werde, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Mir die Geschwindigkeit zu halten ist gerade ein bisschen. Ich versuche noch mal ein bisschen zu beschleunigen, dass ich auch wirklich 70 Meilen pro Stunde fahre. Aber bisher war der halt das Timing war ja echt super, ne? Wenn wir schon die volle Punktzahl bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, wo habe ich begonnen. Ich habe in London St. Pancras International gestartet. Das heißt, es geht. Fahre ich dann wirklich erst nach Faversham? Faversham, I'm sorry. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nach Faversham geht. Es ist doch einfach wunderbar. Ich glaube, ich muss echt nochmal jede Strecke hier. Zumindest fahrplanmäßig noch mal im Schnee fahren, solange die Season noch geht. Aber gut, ist ja geht noch ein Monat, ne? Ist noch ein Monat, die volle Frühlingsanfang beginnt. Also nicht mehr allzu viel Zeit. Allerdings echt nochmal gucken hier. Ich meine, das ist auch. Ich bin mir unsicher. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich gelesen habe, dass es Zugsicherheitssysteme auch in den amerikanischen Zügen gibt. Habe mich damit aber auch komplett noch gar nicht beschäftigt. Also ich meine jetzt auch die Güterzüge, ne? Die GP2, EMD und whatever, was es da nicht alles gibt. Und nicht nur halt die. Oh, wie hieß es? Nicht. Also, das ist klar, dass es halt in den Schnellzügen dort vorkommt. Die jetzt gerade. Die von französischen Herstellern konstruiert werden. Aber halt auch die Dieseltriebwagen, dass die halt auch Sicherheitssysteme haben, die ich bisher noch nicht genutzt habe in Train Simulator 2. Da müsste ich dann auch irgendwann nochmal nachschauen, dass ich dann Sandpatch Grade auch mal starte und auch mit Zugsicherheitssystemen dann fahre. Das ist ja mein Goal, dass ich quasi auf jeder Strecke hier jedes Szenario, was ich dann fahre, mit Zugsicherheitssystemen fahre. Aber dafür muss ich dann erstmal hier, ne, gucken, ob es gibt und wenn, wie es funktioniert und so. In einer Meile. Oh Gott, warum ist das jetzt? Warum haben wir jetzt wieder Tageslicht? Das ist doch wieder komplett bescheiden. Also es ist halt meiner Meinung nach aktuell gerade viel zu hell hier drin. Da sieht man ja schon fast gar nichts mehr. So, erstmal schön reinzoomen, damit man auch noch was sieht.
Ich bremse noch mal wieder ein bisschen mehr rein. Dabei muss ich eigentlich nicht, ich kann auch ein bisschen später einfahren zu bremsen. Ist komisch, jetzt... Okay, man darf nicht vergessen, oder ich darf nicht vergessen, die Strecke ist neu. Da kann das halt vorkommen, dass es halt noch so ist. Dass es halt quasi im Tunnel Tageslicht ist. Was halt komplett, ja, komplett abwegig ist, aber es, die Strecke ist halt heute erst rausgekommen. Für mich, für euch, vor 2 Tagen. Und ich bin mir sehr sicher, das Ganze wird noch gefixt werden. Schaffe ich das pünktlich? Die Kurve ist ja ultra eng offenbar. Wenn man hier nur mit 15 Meilen/h durchfahren kann. Oder sollte. Vor Strutsch. So. Aber scheinbar ist Strutsch auch der letzte Halt hier heute. Bei dieser Fahrt. Ja, Zug ausschalten und so weiter und so fort. Ja gut, selbst wenn 7000 Punkte sind, die ich hätte gebraucht, benötigt gehabt hätte, die ich hätte, ja, ihr wisst, was ich meine, da hätte ich das komplett erreicht. Es ist einfach schön. Ich mag britische Strecken. Ich mag auch die britischen Bahnhöfe, dass sie halt alle noch so, ja, nicht so modern sind. Ich mag halt so die rustikalen. Kann man das rustikal nennen? Ich mag halt einfach die unmodernen Bahnhöfe. Moderne Bahnhöfe können auch schön aussehen, aber ich bevorzuge dann doch die nicht modernen oder ja, nicht futurisierten Bahnhöfe. Hier haben wir eins der Schilder. Und vielleicht hier auch, ich bin mir unsicher. Ich werde aber nachschauen und ich werde euch, sofern es wirklich so ist, mitnehmen. So, Strut, dann die Türen öffnen und ich schaue mal eben nach. Ja, das erste auf alle Fälle. Keep back from the platform edge. Passing trains cause air turbulences. Yes, that's right. Weil erstmal wieder fast in den Zug geschoben. Dasselbe Spiel haben wir auch hier. Es muss halt gewarnt werden, damit nicht irgendjemand auf die Idee kommt, hey, ich weiß, dass das dumm ist, was ich jetzt hier gleich mache, aber hier steht nichts davon, dass es dumm ist. Deswegen mache ich das, damit ich schön, oh Gott, die Leute verklagen kann. Die entweder die Operator oder die Owner des Bahnsteiges. Gibt ja immer solche Leute, die nur um Leute zu verklagen, halt um da halt Geld rauszuschlagen, auf ihre eigene Gesundheit scheißen. So, dann schließen. Ach, Richtungswende auf neutral. Wir aktivieren wieder die DRA. Ich habe wieder vergessen, wie es war. Driver. ich habe es vergessen. Ich muss mir das mal merken. Oder einprägen. So, das Ganze auf. Aus. Generalschlüssel auf. Aus und rausnehmen. Und dann steige ich mal aus dem Zug aus. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Oh, ich hätte jetzt gerne noch zu Ende gehört. Wunderbar, das war das Sprinter-Szenario. Insgesamt geht's Level 5 auf der Southeastern High-Speed-Strecke.
in der Class 395 Level 4. Ich habe jetzt 34 Minuten dafür benötigt, 35 Minuten waren ja angesetzt, also das war, ne, zeitpolitisch sehr gut. Haltegenauigkeit war jetzt die beste in Gravesend auf Gleis 2 mit 4,02 Yards. Zurückgelegte Entfernung 31,84 Meilen, 7.434 Aktionspunkte und die Goldmedaille. Und lasst uns nochmal kurz schauen, welches Szenario euch morgen erwartet. Und auch mich, denn ich werde hier Nacht nicht nochmal aufnehmen, denn es ist mittlerweile echt zu spät. Einfädeln heißt das morgige Szenario. 35 Minuten soll das Ganze ebenfalls dauern, 6.950 Punkte und also knapp 7.000, jetzt waren es nur 6.000, war doch schon deutlich besser. Übernehmen Sie die Steuerung einer Class 375 Electrostar bis Faversham. Das werde ich wahrscheinlich auch morgen aufnehmen, wenn ich die Zeit finde. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder. Entweder hier auf der Southeastern High Speed Strecke oder einem anderen Video von Train Sim World 2. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.